Caroline, hey, ich nochmal, der Skandal, der keinen interessiert. Nee, wahrscheinlich wohl nicht. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Da wurden die Geräte in den Wohnungen per Starkstrom komplett ruiniert. Und das lief aber nicht in einem Schlag so, sondern immer mal von Haushalt zu Haushalt. Und deswegen sind dann diese ganzen alten Geräte entweder deaktiv oder bei einem geht nur eine Platte oder keine Ahnung, eben halt wieder dieses ganze Schrotthandel-Gedöns. Es hat sich ja nicht geändert. Es ist, die manipulieren über eine Starkstromleitung und dann fliegt immer in irgendeiner Wohnung nicht nur die Sicherung raus, sondern die hauen hier ganze elektrische Geräte in den Arsch. So. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was das mit dem Chinesen zu tun haben soll. Da kriegt man einen zu viel. Und den Streit, den ich ja hatte, war ja ständig diese Flughafendiskussion und Flughafendebatte. Also das ewige MRT und Röntgen und Nuklearmedizin und bin dann auch ein bisschen eingeschnappt, weil Nuklearmedizin und alles, was an Medikamenten dazu gebraucht, fertig sozusagen im Umlauf ist, untersteht immer noch der Atombehörde. Also da können sie ja dann nicht anfangen, irgendwelche Gerätschaften zu bauen, indem sie an so eine Medikamente kommen, um dann irgendwie draußen einen damit voll zu spritzen, damit man dann irgendwelche Hautverletzungen bekommt. Soweit ist das ja gekommen. Es geht halt nicht. Also ich finde, die Leute übertreiben immer mehr damit. Und ich will sie auch nicht auf doofe Gedanken bringen oder so, weil davon ist ja nun echt schwer abzuraten. Dafür gibt es richtig Knast. Und ja, keine Ahnung, das eine hat ja mit dem anderen nicht so unbedingt was zu tun, aber in Verbindung gebracht ist das schon ein ziemlicher Klopper. Geht halt nicht. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da das mit China dann irgendwie oder der Vergleich mit China soll. Ich verstehe irgendwie, ich finde, die Leute lenken immer so ein bisschen ab. So. Die eigentlichen Themen werden im Bundeskabinett immer nur umschrieben. Was heißt denn hier Kükenschreddern? Also, ne, so. Die ziehen einen immer tiefer da in ihre Interessensgeschichten mit rein, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Also ich zumindest. Und andere wollen mit mir und meinem Leben wahrscheinlich auch nicht so viel zu tun haben. Was ich ja verstehen kann. So. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde die Bandbreite der Diskussionen, weil die irgendwie der Meinung waren, uns Bildmaterial und Tonmaterial irgendwie zu entwenden. Also regelrecht zu klauen, um da dann irgendwie vorstellig zu werden in, sage ich mal, einer Bundespressekonferenz und dass dann alle so um den heißen Brei drum reden, finde ich dann irgendwie auch nicht gewährleistet. Und kostet eben halt nur Nerven und Geld, so, weißt du?
Ja, das ist schon alles nicht so einfach, weil wenn jetzt solche Lobbyistenverbände irgendwie finanziell gefördert werden und in meinem Fall werde ich das nicht mehr, sondern irgendwie meine Kontodaten liegen dann irgendwie auch nochmal so bei anderen Personen, die mich dann gerne noch irgendwie beklauen wollen, wenn ich meine Kontonummer angebe im Internet, finde ich es irgendwie auch scheiße. Das ist doch ganz klar. Ja. Gut, ich habe mit sowas nichts zu tun und ich kenne eigentlich ja auch niemanden, der damit zu tun haben will, dass sie so abgehen. Und aber das war ja dann, wann war denn das? Zwischen 2016, 17, dann 2019 nochmal und dann nochmal 2020, dass hier sämtliche Geräte zerschossen wurden. Immer wieder. Und das geht halt nicht. Man kann ja nicht ständig zum Sozialamt gehen, sich ein Darlehen holen. Man muss sogar noch den Elektriker irgendwie davon zahlen, der das dann richtig anschließt und dann aber die ganze Verkabelung dann auch nicht so ganz stimmt. Weißt du? Naja, gut, dann ist das jetzt irgendwie auch erstmal so das eine. Und dann die andere Atomreaktorsicherheit hat man ja hier an den Umbauten gesehen. Also was die jetzt an dem Stellinger Deckel gebaut haben und dann nochmal dieses, naja, ich nenne es jetzt erstmal Wasserreservoir, was eigentlich in der elektromagnetischen Strömung tatsächlich dann auch verheerende Tornados bilden kann. Ist ja, das muss man ja auch erstmal, also ich bin ja, mich ärgert das irgendwie, dieses Einkesseln auch von diesem Informatikum, die irgendwie zur Technischen Uni gehören. Die dann auch nochmal der Meinung sind, Aufrufe oder Accounts hier zu sperren oder dass man niemanden mehr erreichen kann, telefonisch, dann ist das eben halt auch ein bisschen fragwürdig, wie die sich jetzt technisch gegenüber uns verhalten. Ist halt auch so. Viele Daten wurden dann ja einfach weggehackt. So, das sah man ja. Das sah man ja auf Twitter und das sah man auf anderen Accounts und deswegen fand ich das dann irgendwie nicht so gut. Ja, und in dieser Atomaufsicht gehören dann eben halt diese Katastrophendienste mit rein und dafür wird halt jetzt bezahlt. Und bevor man aber irgendwie sagen kann, ich finde das jetzt aber langsam nicht mehr okay, dann heißt das, naja, gut, die Frau Schümann, Alter, der muss man ja nicht zuhören. Aber insgeheim tun sie das dann trotzdem und kriegen aber halt mehr Geld für ihre Verlage als ich mit meiner mickrigen Rente und Sozialhilfe. Geht halt auch nicht. Das ist dann ein ziemlich abgekartetes Ding so geworden. Ja, gut, also meine Speicherkarte ist mal wieder voll. Ja, so ist das halt mit dieser Atomaufsicht und diesem ganzen Hackmeck drumrum und diesen Zusatzbauten hier jetzt nach außen gerichtet und ja,
kann ich ja irgendwie, also bei gleichbleibenden beschissenen Standards hier, das ist ja auch so. Gut, dann wisst ihr das jetzt und natürlich streite ich mich dann mit irgendwelchen Politikern drüber, weil schließlich kamen die mich ja seit Jahren oder versuchen mich mit wegzukarren in meiner Meinungsfreiheit und soll vielleicht Dinge gut finden, die vielleicht nicht so gut sind. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, so. Weil die hohe Rechnung hatte ich ja. Ja. Wenn jetzt gesagt wird, naja, wir können ja unseren eigenen Strom hier laufen lassen, dann weiß ich nicht, was gemeint ist, weil wir werden hier nicht Solar eingespeist. Und da müsste ein Generator laufen. Hier läuft aber kein Generator. So ist das. Also, bis dann. Tschüss.